Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch im Thermomix ein Chia Midsommerbrot backen. Ich habe es in der Rezeptwelt gefunden, das Rezept, und es hat super viele positive Bewertungen bekommen. Und das hat mich recht neugierig gemacht und deswegen werde ich es heute mal nachbacken. Für das Chia Midsommerbrot brauchen wir 300 Gramm Wasser, 250 Gramm Dinkelmehl 1050, 200 Gramm Weizenmehl 405er, 50 Gramm Weizenvollkornmehl, 2 Esslöffel Chiasamen, einen halben Würfel frische Hefe. Wer hat, kann einen Esslöffel Backmalz dazugeben. Das habe ich leider jetzt nicht im Haus, deswegen lasse ich es heute weg. Einen gehäuften Teelöffel Zucker, 2 gehäufte Teelöffel Salz. Und etwas Grieß oder Hartweizen zum Ausstreuen hinterher für die Form. Das Weizenvollkornmehl, da habe ich vorher die Weizenkörner gemahlen. Und beim Dinkelmehl 1050er habe ich auch normale Dinkelkörner genommen und habe die gemahlen. Jetzt geben wir als allererstes Wasser, Hefe und Zucker in den Thermomix und verrühren das Ganze 3 Minuten 37 Grad auf Stufe 2. Gehäufte Teelöffel Zucker. Deckel drauf. Drei Minuten. 37 Grad. Stufe 2. Ja, der Teig ist jetzt fertig gerührt und jetzt sollen wir das in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort circa, mal eben gucken hier, 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Ja, ich habe jetzt den Teig in die Schüssel umgefüllt, die habe ich vorher mit Backtrennmittel eingepinselt, damit ich den Teig gleich auch wieder gut aus der Schüssel rauskriege. Die decke ich jetzt ab mit dem Deckel oder mit dem Tuch und lasse das dann an einem warmen Ort ca. 45 bis eine Stunde gehen. Ja, die Stunde ist rum. Der Teig für das Chia-Brot ist gegangen. Man sieht schön, wie er aufgegangen ist. Jetzt gebe ich das auf die bemehlte Arbeitsfläche und löst sich super raus. Das hatte ich ja vorher mit Backtrennmittel gestrichen. So, jetzt soll das einmal zu einer durchgeknetet werden und zu einer Kugel geformt werden und in die Auflaufform gegeben werden. Die habe ich auch in der Zwischenzeit mit dem Backtrennmittel eingepinselt und mit Grieß ausgestreut. So. Ich würde sagen, sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt gebe ich das hier in die Form rein. Vielleicht mal eben die Kamera ein bisschen schwenken. So. Ja, das Brot ist jetzt in der Form drin. Jetzt steht hier, der Optik halber soll es eingeschnitten werden und mit Mehl und Grieß bestreut werden. Ich schneide das jetzt einfach mal ein. Und vielleicht von der anderen Seite noch. Jetzt tue ich ein bisschen Grieß drüber. Und ein bisschen Mehl. Ja, jetzt ist das Brot soweit fertig, jetzt kommt der Deckel drauf. So wandert es jetzt in den nicht vorgeheizten Backofen bei 220 bis 230 Grad, je nach Ofen, ca. 55 Minuten. Ja, die Backzeit im Backofen ist um. Ich habe das Brot aus der Form genommen. Ich bin begeistert, wie schön es aussieht.
werde es gleich noch anschneiden, wenn es abgekühlt ist. Und probieren. Und dann werde ich wahrscheinlich ein Video schreiben, wie es geschmeckt hat.